Also mein Antrieb für das Projekt ist, dass wir die Schönheit und Vielfalt der Natur, die wir hier haben, dass wir die auch für kommende Generationen können erhalten können, dass die die auch können geniessen können, so wie wir auch. Oder? Schon seit 2016 hat sich IBB das Ziel gesetzt, mehr für Umweltschutz und Biodiversität zu tun. Und wir haben hier unter den Stromtrassen ein großes Potenzial erkannt und wollen dieses Projekt jetzt umsetzen, um bis 2030 30 Hektar zusätzlich in biodiverse und naturschonende Fläche umzuwandeln. Also um die Artenvielfalt in der Schweiz steht es nicht gut. Ich glaube, die Anstrengungen, die bis jetzt unternommen haben, haben vielleicht gelenkt in gewissen Orten, dass man ein bisschen den Verlust von wertvollen Lebensräumen und seltenen Arten hat können bremsen, aber in den seltensten Fällen hat können stoppen. Und ich glaube, es braucht noch deutlich größere Anstrengungen, wenn man die Naturvielfalt und das Kapital, das wir hier haben in der Natur, wenn wir das behalten wollen, um für unsere eigene Lebensqualität, aber auch für kommende Generationen, quasi, wenn wir das ihnen weitergeben wollen, dann müssen wir uns hier noch fest anstrengen. Die Zusammenarbeit ist entstanden, weil wir uns das Ziel gesetzt haben, unter den Stromtrassen mehr für Biodiversität zu tun. Hier gibt es sehr viel Potenzial und viele Möglichkeiten, Flächen zu schaffen für biodiverse und naturnahe Landschaften. Thomas Fabro hat das sofort erkannt, deswegen haben wir uns sehr gut verstanden. Die Artenvielfalt in der Schweiz ist aus verschiedenen Gründen bedroht. Aber ich glaube, die Hauptursache ist, dass ehemals grosse, zusammenhängende Lebensräume heute nur noch als kleine, zerstückelte Fragmente vorhanden sind. Und dadurch auch nur noch kleine, einzelne Populationen quasi leben. Und kleine Populationen von Arten, das weiss man, sind anfällig zum Aussterben, weil sie klein sind an sich. Andererseits aber auch, weil durch Inzucht die genetische Vielfalt kleiner wird. Dadurch können sie sich viel schlechter anpassen an Veränderungen in der Umwelt. Und sie sind sehr anfällig auf Krankheiten und andere Katastrophen. Das Projekt ist für IBB sehr wichtig. Wir wollen unsere Vorreiterrolle wahrnehmen. Wir wollen den Wandel hin zu einer klimafreundlichen und naturschonenden Energieversorgung schaffen. Und deshalb sind die Stromtrassen und die Flächen unter den Stromtrassen sehr wichtig und bieten ein großes Potenzial für die Biodiversität. Damit der Austausch stattfinden kann, wenn wir die existierenden Stromtrassen so aufwerten, dass sie sehr attraktiv sind für die Organismen, für die Insekten und kleinen Lebewesen, durch die Schaffung von Strukturen, Asthüfe, Steinhüfe, durch ein Blütenangebot, das entlang dieser Strukturen ist, und durch einheimische Sträucher, die in diesen Strukturen wachsen. Ich freue mich sehr, mich in dem gemeinsamen Projekt von ProNatura und IWB für die Bereicherung der Natur einzusetzen. So können wir den Artenreichtum für spätere Generationen pflegen.